Herzlich willkommen zu dem Webseminar Die Idee, den Kundennutzen im Visier. Ich bin Thomas Löhr, Vertriebsleiter und Existenzgründungsberater bei Hannover & Plus. Dies ist nur ein Webseminar aus unserer Reihe der Webseminare von Hannover & Plus. Wir haben dieses Seminar gegliedert in die Punkte Kundennutzen, Produktdefinition, Elevator Pitch und Hilfestellungen für Ihren eigenen Elevator Pitch. Was ist der Kundennutzen? Der Kundennutzen ist der Grad der Befriedigung von Bedürfnissen, den ein Produkt dem Kunden erbringt. Das absatzwirtschaftliche Nutzenkonzept geht von einer hierarchischen Gliederung verschiedener Nutzenarten aus, aus denen sich der Gesamtnutzen bzw. der Produktnutzen adaptiv zusammensetzt. Das heißt also, ich habe einen Grundnutzen plus einen oder mehrere Zusatznutzen und diese ergeben den Gesamtnutzen. Dieser Gesamtnutzen muss nun so hoch sein oder so für meinen Kunden so groß sein, dass er bereit ist, für die Lösung seines Problems den entsprechenden Betrag zu bezahlen, den ich zum Leben und Arbeiten brauche. Zwei Beispiele für den Grund- und den Zusatznutzen. Erstes Beispiel: Kindergarten. Der Grundnutzen des Kindergartens ist die Kinderbetreuung. Zusatznutzen könnten das besondere pädagogische Konzept sein oder dass im Haus gleich eine Musikschule ist und mein Kind ein Instrument erlernen kann. Dass die Kindergärtnerin Englisch sprechen oder vielleicht nur die besonderen Öffnungszeiten, besonders, dass ich mein Kind besonders früh abgeben kann oder besonders lange da lassen kann oder die Erreichbarkeit, dass der Kindergarten bei mir um die Ecke ist. Zweite Beispiel: Telefon. Der Grundnutzen des Telefons ist, dass ich damit telefonieren kann. Doch für die Auswahl meines Telefons sind die Zusatznutzen oft der entscheidende Faktor. Nämlich, dass ich dort auch eine Uhr habe mit Stoppuhrfunktion. Ich meinen Kalender mit meinem Handy synchronisieren kann. Oder dass ich mein Handy oder ein Smartphone individualisieren kann mit Apps, die ich draufladen kann, wie zum Beispiel die Wasserwahl. Der Markt ist geprägt von Veränderungen, hohes Sättigungsniveau, technologischer Wandel und Internationalisierung der Märkte haben dazu geführt, dass in den meisten oder in den allermeisten Branchen mittlerweile ein Käufermarkt vorliegt. Der Käufermarkt ist geprägt davon, dass ein Überangebot von Produkten da ist, also ein Überangebot, also ein Ungleichgewicht zwischen den Produkten und der Nachfrage. Das Einzige, was nun für meinen Erfolg entscheidend ist, ist, dass ich meinen Kunden einen höheren Nutzen bringe, also ich genau auf seine Kundenwünsche eingehe. Hilfreich ist es, hier verschiedene Blickwinkel einzunehmen, nämlich den des Gründers, aber auch den des Kunden. Der Gründer fragt sich, was kann ich anbieten? Was ist einzigartig oder besonders? Welchen Preis muss ich nehmen? Und vielleicht auch, wie kann ich den größten möglichen Gewinn erzielen? Der Kunde fragt sich jedoch, was brauche ich eigentlich? Was nützt es mir? Was will ich überhaupt haben? Und wie viel ist mir die Lösung meines Problems wert? Ein Deal kommt immer dann zustande, wenn die Lösung so gut ist, dass der Kunde bereit ist, den Preis zu bezahlen, den ich benötige. Auswirkungen einer falschen Brille. Wenn ich also den Kundennutzen oder den Blickwinkel meines Kunden falsch sehe, dann kann es halt sein, dann hat das
kann das verheerende Folgen haben. Ich möchte hier gerne Jack Welch von General Electric zitieren. Der sagte mal, der Kunde vergleicht uns mit dem Wettbewerb und stuft uns entweder besser oder schlechter an. Das gilt nicht der Wissenschaft vor sich, ist jedoch verheerend für den, der dabei schlechter abschneidet. Nun eine Methode, die Ihnen helfen kann, den Kundennutzen auszuarbeiten. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Eine Frau, ledig, geschieden, haben zwei Kinder, möchten trotzdem ihren Beruf als Vorstandsmitglied nachkommen, aber auch eine gute Mutter sein. Und natürlich lastet auch ein gesellschaftlicher Druck auf ihnen. Sie müssen ihr Kind betreuen und es gut erziehen als Mutter. Problem des Kunden bzw. der Kundin ist, sie kann nicht arbeiten. Sie leidet unter einem hohen beruflichen Druck, hat aber auch wichtige Termine, die sie wahrnehmen muss, keine Zeit für Erledigungen, viel Stress, die Kinder werden hin und her geschoben von den Großeltern zu Freunden und wieder zurück und ja, folglich vielleicht auch wenig Freunde, weil man immer nur die Kinder abkriegt. Problemlösung könnte ein Betriebskindergarten sein. Welche Auswirkungen hätte dieser Betriebskindergarten? Die Frau kann wieder arbeiten gehen, braucht kein schlechtes Gewissen haben, die Kinder sind gut betreut, vielleicht sogar eine Kinderbetreuung über Nacht, damit ich auch mal eine Auslandsreise wahrnehmen kann. Die Frau hat wieder eine bessere Konzentration bei der Arbeit und sie ist keine Bittstellerin im Freundeskreis mehr. Der Nutzen des Kunden ist mehr Erfolg, wieder mehr Spaß, Steigerung der Lebensqualität, mehr Konzentration im Geschäftsmeeting und es sind Geschäftsreisen möglich. Ein Slogan könnte jetzt also sein, Kindervilla, Partner für Kinder und ihre Eltern. Beispiele für einen Kundennutzen. Wir unterscheiden hier menschliche Bedürfnisse und betriebliche. Fangen wir bei den menschlichen Motiven an. Mehr für weniger bekommen, also zwei für ein. Oder die Befriedigung eines Sicherheitsbedürfnisses. Streben nach Anerkennung. Dabei sein ist alles. Jung und hübsch sein. Oder Hoffnung auf Geld und Hoffnung auf Sex. Betriebliche Motive, die Kosten zu senken, eine Zeitersparnis hinzubekommen, den Umsatz und Bekanntheitsgrad oder die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, Neukunden zu gewinnen, die Motivation der eigenen Mitarbeiter oder Verbesserung der Qualität. Kommen wir nun zu der Produktdefinition, dem Elevator Pitch. Was sollte dieser Elevator Pitch beinhalten? Sie sollte eine auch für Fachfremde verständliche Sprache verwenden. Sie sollte nicht länger, also diese Ansprache sollte nicht länger dauern als 30 Sekunden. Sie sollte das Ergebnis ihrer Tätigkeit beschreiben, nicht das Produkt. Sie sollte motivieren und kundenorientiert sein und neugierig machen. Und sich auf den Kundennutzen ausrichten. Denn Kunden kaufen keine Fakten, sie kaufen Emotionen. Leitfragen für Ihre Produktdefinition könnten sein, was kann mein Produkt? Welchen Kundennutzen bringt es? Wie fühlt es sich an? Welche emotionalen Argumente können angebracht werden? Wem nützt es etwas? Wem nützt mein Produkt oder meine Dienstleistung? Für welche Zielgruppe ist sie am besten geeignet oder welches Problem wird gelöst? Bestandteile des Elevator Pitch könnten also sein, dass Sie den Kundennutzen thematisieren, was Sie aktiv tun, vielleicht
Beinhaltet sie auch den Preis oder ihr Alleinstellungsmerkmal, was sie von den anderen unterscheidet? Die Produktgestaltung oder ein Leistungsumfang, ihr Selbstverständnis oder die Ansprache ihrer Zielgruppe? Natürlich können Sie nicht alle diese Bestandteile unterbringen. Wählen Sie deshalb die für Sie wichtigsten Komponenten aus. Nun die Herausforderung, Ihr Elevator Pitch. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie treffen im Fahrstuhl einen wichtigen Entscheider und wollen diesen in der Fahrzeit vom ersten bis zum dritten Stock von Ihrer Geschäftsidee überzeugen. Ihre Herausforderung ist es, eine Produktdefinition zu erarbeiten, die Sie und Ihre Geschäftsidee in weniger als 30 Sekunden wertschätzend, aufregend und interessant beschreibt. Ihr Vorteil ist, Sie können erste Geschäftskontakte knüpfen und bekommen wertvolle Rückmeldungen. Ähnliches oder das Gleiche ist Frau Strasemann, Entschuldigung, Frau Krasemann, geschehen. Sie war so mutig, sich in den Fahrstuhl zu stellen und sich dabei von uns filmen zu lassen. Diesen und viele weitere Elevator-Clips und Escalator-Clips finden Sie auf unserem YouTube-Channel. Schauen Sie einfach unter youtube.com/HannoverImpuls. Hier noch einmal die Übersicht, Situation, Herausforderungen und der Vorteil und Anregungen, die Ihnen helfen sollen, Ihren Elevator-Pitch zu kreieren. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder Hilfestellungen wünschen, dann wenden Sie sich an uns, Hannover Impuls. Wir sitzen in der Fahrenwalder Straße 7 in Hannover und sind zu erreichen unter der Telefonnummer 0511 9357 700. Aber natürlich auch per E-Mail unter info@gründungswerkstatt-hannover.de oder übers Internet. Vielen Dank fürs Zuhören.